glaube, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, von oben zu bestimmen, wie jetzt Demonstrationen zum Beispiel stattzufinden haben, was alles antisemitisch ist. Ich denke, es wäre hilfreicher, solidarisch zu sein mit beiden Seiten im Sinne des Völkerrechts für die Menschlichkeit. Mhm. Dann müsste man aber vielleicht auch mal neben die israelischen Fahnen zum Beispiel, die ja zu Recht gehisst werden aus Solidarität, auch mal eine palästinensische Fahne aufhängen aus Solidarität mit den vielen zivilen Toten in Gaza zum Beispiel. Das wäre mal eine Maßnahme, die, glaube ich, dieses Land sehr befrieden würde. Ein Jahr nach dem Massaker der Hamas befindet sich der Nahe Osten in der größten Krise seit Jahrzehnten. Ein offener Krieg zwischen Israel und Iran könnte bevorstehen. Wie konnte es dazu kommen und was bedeutet die Eskalation für die Menschen in der Region? Das bespreche ich heute mit Christine Hellberg. Sie ist eine der bekanntesten Nahost-Expertinnen des Landes und sagt über den aktuellen Konflikt, dass das Vorgehen Israels im Libanon zunehmend dem in Gaza ähnele. Herzlich willkommen, Frau Hellberg. Dankeschön. Ronen Steinke ist bei uns. Er ist Autor, Völkerrechtler und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin. Er beklagt, dass Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober zunehmend in Haftung genommen werden für die Politik Israels. Das tun wir hier ausdrücklich nicht. Herzlich willkommen, Herr Steinke. Danke für die Einladung. Und Christine Motsche ist bei uns. Sie arbeitet bei Caritas International, war seit August 2021 im Libanon im Einsatz und wurde kürzlich aus Sicherheitsgründen ausgeflogen. Sie hat gesehen, dass Menschen in Notunterkünften oder auf der Straße leben. Die Lage ist katastrophal, sagt sie. Herzlich willkommen, Frau Motsche. Danke. Frau Hellberg, hätten Sie vor einem Jahr es für möglich gehalten, wie schnell die Lage in der Region im Nahen Osten eskaliert? Tatsächlich hätte ich mir das so nicht vorstellen können. Es ist ja in diesem Jahr so viel passiert, was sonst eben in mehreren Jahren sich nicht entwickelt. Und ich glaube, wir haben es eben auf beiden Seiten mit Akteuren zu tun, die ein Interesse an Eskalation haben, weil sie auch ihre persönlichen Interessen, Machtinteressen damit verbinden, mit Krieg in erster Linie, weswegen es so schwierig ist, zu deeskalieren, auch für auswärtige und ausländische Akteure in der Region. Vertiefen wir gleich alles. Herr Steinke, an Sie die Frage, wie Sie dieses vergangene Jahr ganz persönlich erlebt haben? Schrecklich. Ein einziger Albtraum. Also wir sind natürlich hier weit weg, ja. Wir sind nicht persönlich in der Weise betroffen. Aber wenn ich mir angucke, das Leid ja von den Menschen in Israel, das Leid der Menschen in Gaza, das Leid der Menschen in Libanon jetzt, wo soll das alles hinführen? Ich frage mich wirklich, ob das jetzt Jahre sind, die nur immer schrecklicher werden. Und ja, schrecklich. Wir blicken vor allem in den Libanon heute in der Sendung und schauen auf diese Bilder. Täglich schlagen israelische Raketen im Libanon ein, wie hier in der Hauptstadt Beirut. Seit dem letzten Jahr sollen mehr als 2000 Menschen getötet worden sein. Eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an. Knapp 1,2 Millionen Libanesen sind auf der Flucht vor den Bomben. Viele flüchten ins ebenfalls instabile Syrien. Frau Motsche, Sie haben mehr als 3 Jahre im Libanon gelebt, gearbeitet. Wie müssen wir uns die Lage der Menschen, insbesondere im Südlibanon, gerade vorstellen? Ja, also die Lage hat sich über das ganze letzte Jahr ja schon in diese Richtung entwickelt. Das heißt, wir hatten eigentlich seit dem Überfall der Hamas auf Israel Beschuss aus dem Libanon nach Israel und auch von Israel auf den Libanon. Das heißt, die Menschen dort sind eigentlich schon das ganze Jahr über auch geflüchtet. Wir hatten Fluchtbewegungen von ca. 90.000 Menschen. Jetzt in den letzten 2-3 Wochen hat sich das massiv verschärft, einfach durch die viel weitreichenderen Luftangriffe, die wir dort erleben. Und im Prinzip hat sich fast die gesamte Bevölkerung im Süden des Landes auf die Flucht begeben. Wenn jetzt Helferinnen und Helfer wie Sie ausgeflogen werden, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es überhaupt noch Organisationen im Land, die irgendwie Ansprechpartner, Helfer sein können? Ja, also wir arbeiten dort auch schon seit vielen Jahren mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Das heißt, die sind weiterhin vor Ort und die leisten die Nothilfe. Aber es ist für uns natürlich als diejenigen, die ausfliegen oder das Land verlassen mussten, sehr schwer, einfach jetzt draußen zu sein, zwar in Sicherheit, aber eigentlich die ganze Zeit bei den Kollegen, Kolleginnen, gedanklich bei Freunden und Nachbarn, die man dort hat und denen man ja nicht wirklich helfen kann in Bezug auf, was ihre Sicherheit angeht. Mhm. Weil das haben mir auch sehr viele berichtet von den Kollegen und Kolleginnen. Sie haben das Gefühl zurzeit, es gibt keinen sicheren Platz mehr im Libanon.
Sie haben ja gesagt, dass die Menschen dort bereits vor dem Krieg mit Israel enorm gelitten hätten. Sagen Sie uns kurz, woran? Also was sind die Probleme im Land unabhängig vom aktuellen Kriegsgeschehen? Ja, also der Libanon befindet sich schon seit vielen Jahren jetzt in einer schweren Wirtschaftskrise. Im 2019 ist das Bankensystem im Prinzip zusammengebrochen. Das heißt, die Menschen haben von heute auf morgen ihre gesamten Ersparnisse verloren. Dass der libanesische Pfund, die lokale Währung, hat fast 100% an Wert verloren. Das hat Millionen in die Armut gestürzt. Hinzu kommt, dass die staatlichen Strukturen nicht die Grundversorgung sicherstellen können. Das heißt, Wasser, Strom, Treibstoff ist immer Mangelware. Das heißt, vieles muss über private Anbieter bezogen werden. Das ist sehr teuer. Mhm. Das können sich die meisten natürlich nach dieser Krise auch nicht mehr leisten. Und hinzu kommt dann noch, dass wir natürlich auch im Libanon eine große Flüchtlingspopulation haben aus Syrien, auch palästinensische Geflüchtete, die schon seit Jahrzehnten im Land leben. Ja. Damit hat der Libanon auch die größte Flüchtlingspopulation pro Kopf weltweit. Und das alles. Diese Geflüchteten sind jetzt hauptsächlich die, die wieder flüchten müssen. Sehr viele ja, aber es wird auch geschätzt, dass 30% der Menschen, die jetzt nach Syrien flüchten, auch Libanesen und Libanesinnen sind. Die israelischen Angriffe haben in den vergangenen Tagen bewohnte Gebiete, auch zivile Einrichtungen getroffen. Frau Hellberg, was hören Sie aktuell über die humanitäre Lage im Süden Libanons? Der Süden sollte ja komplett evakuiert werden, so formuliert es die israelische Armee. Das heißt, man hat die Menschen aufgefordert, 60 Kilometer hinter die Grenze das Gebiet zu räumen. Das ist ein Drittel des libanesischen Staatsgebietes. Das heißt, da sind jetzt Hunderttausende unterwegs, die auch in kurzer Zeit dann dort ihre Dörfer verlassen sollen. Das fühlt sich für die Menschen nicht an wie Evakuierung, sondern wie Vertreibung. Manche Experten sprechen gar von ethnischer Säuberung. Das sind natürlich große Worte. Also der Versuch, sehr viele Menschen zu vertreiben, um dann in diesem Gebiet Hisbollah-Stellungen zu zerstören mit Bodentruppen, das ist gerade die Strategie Israels. Das ist nachvollziehbar, weil man natürlich die Hisbollah aus diesem Grenzgebiet vertreiben möchte. Die Hisbollah dürfte dort nicht sein. Sie müsste eigentlich laut Resolution 1701 hinter dem Litani-Fluss 30 Kilometer entfernt von der Grenze stehen. Das wurde nie umgesetzt. Das hat die UN nicht durchgesetzt. Das hat die libanesische Regierung nicht durchgesetzt. Insofern hat Israel recht, dass die Hisbollah sich dort zurückziehen müsste. Die Frage ist, kann man das militärisch erreichen? Ich würde argumentieren, dass diese militärischen Erfolge, diese kurzfristigen, die Israel ja durchaus erreicht hat, vor allem mit der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und diese massive Schwächung der Hisbollah auch zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt eigentlich der gute Zeitpunkt wäre, um zu verhandeln über einen Rückzug und um über einen Hisbollah-Rückzug zu verhandeln. Die Hisbollah selbst, der Stellvertreter Naim, der immer sich noch äußert, der sagt ganz klar, wir sind bereit zu verhandeln. Es gibt ja die Versuche Frankreichs insbesondere und anderer internationaler Mächte, sowas auszuhandeln, einen Waffenstillstand 21 Tage, um dann auszuhandeln und sicherzustellen, die Hisbollah ist nicht mehr an der Grenze. Das wäre jetzt ein guter Moment, aber ich denke, die Regierung Netanyahu setzt das fort. Und was mich besonders besorgt, ist, dass die israelische Armee immer weniger unterscheidet zwischen militärischen Zielen der Hisbollah und zivilen Zielen der Hisbollah. Weil die Hisbollah ist ja nicht nur Miliz. Sie ist nicht nur Terrororganisation. Ja. Sie ist Partei, sie sitzt im Parlament, sie hat Medienbüros, Krankenhäuser, Schulen. Und wenn das alles legitime Ziele werden der israelischen Armee, dann betrifft es ja ganz viele. Aber das argumentiert ja auch keiner. Also, dass Schulen per se legitime Ziele sind, das behauptet ja auch, glaube ich, beim israelischen Militär niemand. Es ist ja Taktik der Hisbollah, ähnlich wie Taktik der Hamas, dass man seine militärischen Strukturen bewusst in zivile Gebäude, in Schulen, unter Wohnhäusern versteckt. Herr Nasrallah, ja, der mit einer bunkerbrechenden Bombe getötet worden ist, den man töten durfte nach Völkerrecht, völlig unzweifelhaft, der ist der oberste Befehlshaber einer Terrorarmee. Ja, der versteckte sich nicht ohne Grund in einem Keller mit Leuten, mit Unschuldigen drüber. Das ist deren Taktik. Also das ist nicht so, dass sich Israel das aussucht aufgrund von irgendwie Abgezocktheit, sondern das ist ein furchtbares Dilemma, vor dem eine reguläre Armee steht, die mit einer solchen Terrortaktik konfrontiert ist. Wie machst du es? Du hast einerseits das Recht und irgendwo auch die Pflicht, die Angreifer, und es ist die Hisbollah ja, die haben so unprovoziert am 8. Oktober angefangen, Israel anzugreifen. Du hast das Recht und auch die Pflicht, dagegen vorzugehen, die zu stoppen, deiner eigenen Bevölkerung gegenüber und auch völkerrechtlich, damit nicht Gangster die Welt regieren. Ja, du musst solche Leute stoppen. Auf der anderen Seite hast du auch die Pflicht, die Zivilisten, die im Krankenhaus, die Ärzte, die Menschen, die da einfach unschuldig leben, zu schonen.
Aber beides gleichzeitig geht nicht. Dafür hat die Hisbollah genau gesorgt. Und deswegen, also diese Schmutzigkeit, die Sie ansprechen, die grauenhaft ist, unter der ganz viele Menschen leiden, die es nicht ausgesucht haben, das hat die Hisbollah genauso gewollt. Ja. Da muss man aber gleichzeitig sagen, dass wir jetzt auch Angriffe hören auf Dörfer, wo gar keine Hisbollah-Stellungen sind offensichtlich. Also der Krieg wird schon massiv ausgeweitet. Und sehr viele Schiiten vor allem im Land empfinden das als eine Kollektivbestrafung der schiitischen Bevölkerung, weil die eben in großer Zahl auch solidarisch ist mit der Hisbollah. Die Hisbollah hat sich ja als der nationale Widerstand da inszeniert im Libanon. Jetzt ist sie nicht in der Lage, ihre eigenen Leute zu beschützen. Ich sehe auch mit großer Sorge, dass innerhalb des Libanon dort wieder alte Fronten aufbrechen könnten oder sich Gräben vertiefen, weil man sagt eben, die Schiiten sind dafür jetzt irgendwie in Haftung zu nehmen. Frau Motsche nickt. Sie können das bestätigen, dass quasi Opfer der Angriffe nicht nur Hisbollah-Kämpfer sind? Genau, also wir haben einen sehr großen Anteil der Zivilbevölkerung, die mittlerweile von diesen Luftangriffen betroffen sind. Auch Gebiete, die nicht traditionell Hisbollah-Gebiet sind, die auch im Krieg 2006 nicht getroffen wurden von Luftangriffen, sind jetzt in Mitleidenschaft gezogen, deswegen ja auch das Gefühl der Bevölkerung, es ist nirgendwo mehr sicher. Und es gibt innerhalb der libanesischen Bevölkerung eine ganz große Solidarität miteinander, dass man sich unterstützt, dass man sich jetzt gegenseitig hilft. Aber gleichzeitig schürt es natürlich auch diese Spannung, die erwähnt wurden, dass Leute jetzt Angst haben, andere Bevölkerungsgruppen aufzunehmen, weil sie dann auch einen Luftangriff fürchten müssen. Und wir hatten bereits solche Vorfälle. Sie wollten widersprechen, Herr Steinke. Also die Hisbollah betreibt auch Schulen, wie Sie sagen. Die Hisbollah betreibt auch soziale Dienste. Aber das ist ja keine Ausrede in irgendeiner Weise. Das sollte auch unser Urteil, unser klares hoffentlich Urteil über die Hisbollah nicht trüben. Also auch Herr Putin betreibt Krankenhäuser und Schulen. Also das ist keine Ausrede für das, was sein Militär tut. Was die Hisbollah militärisch macht, hat gar keine Rechtfertigung. Israel war früher im Clinch mit Libanon, war Besatzungsmacht, hat furchtbarste Kriegsverbrechen begangen, ist aber alles lange her. Seit 2000 ist Israel nicht mehr Besatzungsmacht. Und schon lange gibt es zwischen Israel und Libanon keinen Territorialkonflikt mehr. Die einigen sich nicht genau darauf, wo die Grenze ist, aus will man sich nicht die Hand drauf geben, aber die haben keinen Streit um irgendein Gebiet. So, der Grund, warum Libanon, warum die Hisbollah, muss man sagen, Israel angegriffen hat am 8. Oktober, ist, weil wahrscheinlich ein Anruf aus Teheran kam. Weil Iran als die Macht, die hinter der Hisbollah steht, finanzierend und mit Waffen liefernd. Und der Hamas. Und der Hamas auch, weil die sagte so, wir greifen jetzt dieses Land Israel an. Das ist nicht irgendwie eine Reaktion auf irgendetwas gewesen. So, das muss man mal so klar sagen. Das ist eine Aggression von außen. Man muss kein Mitleid haben mit einem Staat, der raubend und irgendwie expansiv sich benimmt. Man muss auch mit der Siedlungspolitik zum Beispiel Israels gar kein Mitleid haben und das in keiner Weise beschönigen. Das ist ja expansiv. Aber ein Staat, der sich verteidigt gegen eine unprovozierte Attacke von außen, von einem so hochgerüsteten und irren Club wie der Hisbollah. Also das kann man nicht schönreden damit, dass die ja auch soziale Dienste haben und auch ihre Seite. Es geht ja gar nicht darum, was schön zu reden. Nein, es geht nicht darum, was schön zu reden. Es geht darum, besser zu verstehen, wer ist die Hisbollah, um sie effektiver bekämpfen zu können. Ich glaube, das verstehen aber auch schon alle. Also ja, nein, aber es verwischen die Grenzen zwischen zivilen Zielen auch schon bei den Pager-Angriffen. Die wurden ja sehr gerühmt als ganz gezielte Angriffe. Waren sie das nicht? Also nochmal zum Hintergrund, es waren, glaube ich, 2500 Explosionen gleichzeitig, eine Operation über Jahre vorbereitet, die möglichst Hisbollah-Kämpfer treffen sollte. Haben Sie Informationen, dass das gar nicht der Fall war? Natürlich wurden in erster Linie Hisbollah-Kämpfer getroffen, aber es wurden eben auch Hisbollah-Mitglieder getroffen, die keine Kämpfer waren. Und es wurde natürlich in Kauf genommen, dass egal, wo ein solches Gerät explodiert, auch Zivilisten im Umfeld, im Supermarkt, im Wohnzimmer, zu Hause in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen sehen wir auch sehr viele verletzte und verstümmelte Nicht-Hisbollah-Mitglieder. Würden Sie trotzdem von einer zielgerichteten Aktion reden? Das war zielgerichtet, aber unter Inkaufnahme von sehr vielen Zivilisten. Und ich finde es sehr befremdlich, wenn wir in Deutschland jubeln, wenn Menschen zu Tode kommen oder ein elfjähriges Mädchen ist gestorben, weil sie den Pager zu ihrem Vater gebracht haben. Naja, zu jubeln. Ich habe erlebt, dass Menschen das legitim finden, in der Öffentlichkeit Kommunikationsgeräte in die Luft zu sprengen, weil man ja selber schuld sei, wenn man in der Nähe eines Hisbollah-Kämpfers ist. Ja, aber darf ich das mal völkerrechtlich? Also, weil jubeln habe ich nicht wahrgenommen. Das würde ich auch. In den sozialen Medien fand ich das schon. Also, auf den sozialen Medien sehe ich auch vieles, was ich befremdlich finde, aber in einem ernsthaften Diskurs habe ich keinen Jubel wahrgenommen. Und wenn, dann hätte ich sehr. Große Faszination. Also ich möchte es mal einmal völkerrechtlich sagen, dass die absolute Grundregel von, was das Völkerrecht sagt, wie man Kriege führen darf und wie man es nicht führen darf. Eine Grundregel ist, lass die Zivilisten in Ruhe. Die Armee der einen Seite, die Armee der anderen Seite, alles okay, wenn man sich gegenseitig beschießt, aber lass die Zivilisten in Ruhe. Und das Völkerrecht erkennt trotzdem an, dass eine hundertprozentige Präzision, wie man sich das wünschen würde, nicht möglich ist. Und es
erkennt an, dass man sich halt Mühe geben muss, und wenn es nicht 100% schafft, naja, und wenn dann, das nennt man dann dieses furchtbare Wort, möchte ich einmal sagen und danach nicht mehr, Kollateralschäden, ja, so ein Euphemismus für Zivilisten, die da zu Tode kommen. Wenn es gar nicht vermeidbar ist, dass Zivilisten zu Tode kommen, dann muss man es halt verhältnismäßig machen und schauen, dass es nicht zu viele sind. Das ist, was das Völkerrecht sagt. Und dann gibt es eine lange Skala von einerseits 1000 Kilo schwere Bomben vom Himmel werfen, mit, also wie es in Gaza geschieht, ja, wo ganz klar ist, das ist in keiner Weise zielgerichtet, ganz klar ist, das werden unzählige Menschen bei sterben, das ist unpräzis. Das ist etwas, wo man, glaube ich, völkerrechtlich auch nicht lange darüber diskutieren muss. Auch dort argumentiert Israel, dass sie nur... Ja, aber ich ja nicht. Ja, also, ich völkerrechtlich nur, ist das andere Ende der Skala ist, wenn man einen Gegenstand, der in der Hosentasche von speziellen, dem engeren Kreis einer solchen Terrormiliz, ja, im engeren Kreis, in der Hosentasche von den Leuten ist, einen Gegenstand hat, der auch noch nicht mal tödlich wirken soll, sondern sie nur verletzen soll. Das ist schon sehr präzis. Es mag vielleicht immer noch etwas sein, was uns vielleicht wegen Eskalation in der Region nicht gefällt, wo man sich wünscht, sie hätten es nicht gemacht, aber dass man sagt, das ist ein Verbrechen, das finde ich ja so eine steile These. Nee, ich würde auch, es ist unter Völkerrechtlern ja umstritten, die einen argumentieren so, die anderen so. Ich möchte noch eine Sache sagen zu diesem Schutzschild und was die Hamas macht und die Hezbollah. Ist ja korrekt, dass man das bewusst in zivilem Umfeld auch platziert und seine Büros dort einrichtet. Dennoch erlaubt es auch völkerrechtlich nicht einen Angriff auf eine Schule zum Beispiel voller Geflüchteten, weil dort womöglich noch irgendwelche Raketen gelagert waren oder dass mal ein Büro war. Es muss eine aktuelle, akute Gefahr ausgehen für die fremden Truppen von diesem Ort. Und das sehen wir nicht, weder in Libanon. Um das zu ordnen, habe ich zwei Nachfragen zu der interessanten Diskussion zwischen Ihnen beiden. Frau Helberg, würden Sie denn anerkennen oder sagen, dass Israel im Falle von Libanon zumindest bisher zielgerichteter vorgeht als in Gaza? Ich finde, dass ich das von Tag zu Tag nicht mehr erkennen kann, diese Zielgerichtetheit. Ich denke, es hat das Maß überschritten, weil wir eben Angriffe sehen auf Dörfer und Orte, wo offensichtlich nicht die Hezbollah steht. Mhm. Deswegen sehe ich, dass das auch Israel wieder langfristig nicht helfen wird, weil die große Unterstützung, die ja Israel zu Recht hat, weil Herr Steinke hat zu Recht hervorgehoben, der Libanon ist nicht besetzt. Es gibt keinen Grund, Israel zu beschießen, außer aus Solidarität mit der Hamas in dem Fall. Aber Israel verliert natürlich die Unterstützung auch der westlichen Partner, Europäer insbesondere, die alle kein Interesse daran haben, dass der Libanon weiter destabilisiert wird. Vielleicht verlieren sie auch deswegen, weil sie so undifferenziertes darstellen. Das ist doch kein Vergleich zwischen dem, wie Gaza platt gemacht worden ist. Wirklich platt gemacht. Da steht ja fast nichts mehr. Und in Beirut, ja, so furchtbar es ist, aber das ist ja kein Wunder, warum diese Orte als Zielscheibe der israelischen Luftkriege ausgewählt worden sind. Wir haben es gerade erklärt, es sind nicht nur Hezbollah-Orte. Da wollen wir die Frau, die doch bis vor kurzem noch da war, noch mal zu Wort kommen lassen. Sie kennen aus dem Gazastreifen nur die Bilder, vermute ich. Und der Abgleich mit dem, was Sie in Beirut im Süden Libanons gesehen haben, ist das quasi Flächenbombardement oder ist es zielgerichtet? Also von dem, was ich auch jetzt noch höre von Kolleginnen und Kollegen, ist das Gefühl eher, dass es wirklich eine flächendeckende Bombardierung ist, insbesondere der Süden des Landes und der Süden Beiruts. Wir haben seit dem 23. September täglich Bombenangriffe, Luftangriffe, auch auf die Hauptstadt. Teilweise, ich glaube am 6. Oktober waren es 30 in der Nacht. Und mir berichten viele, dass es fühlt sich auch nicht an wie der Krieg 2006, weil die ganze Erde bebt. Es sind Bomben von einer Einschlagskraft, die sie einfach auch noch gar nicht kannten. Und mir haben einfach auch Kolleginnen und Kollegen berichtet, wie sie selbst mitten in der Nacht teilweise geflohen sind aus ihren Häusern und die jetzt auch nicht mehr dort sind, also in Beirut. Und das sind ihre Wohnhäuser gewesen. Mhm. Und man muss dazu sagen, auch wenn der Süden Beiruts wird als die Hochburg der Hezbollah ja auch bezeichnet, aber dort leben sehr, sehr viele Zivilisten, die auch nichts mit der Hezbollah zu tun haben. Kann es sein, Herr Steinke, dass die israelische Armee zielgerichtet begonnen hat, aber dass es natürlich jetzt im Laufe der Zeit auch weniger präzise wird, die Schläge? Das kann sehr gut sein, ja. Aber es ist trotzdem noch was ganz anderes als das, was wir in Gaza sehen. Ja. Also, ich bin seit sieben Jahren nicht mehr in Beirut gewesen, aber wir haben einen Korrespondenten, wir haben zwei Korrespondenten, die dort gerade sind, die berichten von einer Präzision dieser Schläge. Mhm. Ja, das ist vielleicht eine andere Wahrnehmung, wenn man unten ist, aber wenn man sich das große Bild anschaut, wenn man da mit den Fachleuten spricht, das ist schon kein Wunder. Da gibt es Waffenlager, die in zivilen Einrichtungen bewusst untergebracht worden sind. Das wissen vielleicht auch nicht immer die Anwohner selber. Und das ist dass die Zivilbevölkerung da in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich habe es schon gesagt, hat sich nicht Israel so ausgesucht. Und ganz kurz Ihre Einschätzung, wie kann quasi derselbe Staat, dieselbe Armee aus Ihrer Sicht ein so unterschiedliches Vorgehen einmal in Gaza und dann im Libanon verantworten?
Also für das Vorgehen in Gaza gibt es inzwischen meines Erachtens keine Ausrede mehr. Da aber es ist ja derselbe Akteur. Ja, also wollen wir alle hoffen, dass es in Libanon nicht weiter eskaliert und dass da bald sie zum Ende kommen. Herr Netanyahu hat das Problem, dass er den Krieg in Gaza nicht beenden kann. Denn in dem Moment, wo er ihn beendet, muss er sich für eine Lösung entscheiden. Entweder er zieht seine Truppen aus Gaza ab, wie es die eigene Armeeführung eigentlich fordert, sagt, wir wollen dort nicht bleiben. Wir stimmen zu einer Nachkriegsordnung, wo eine Alternative zu Hamas entsteht, eine palästinensische Alternative, abgesichert, unterstützt von der arabischen Welt und von internationalen Verbündeten. Das ist der Plan, den Antony Blinken, der US-Außenminister, seit Monaten aushandelt in der Region. Das bedeutet Abzug der israelischen Truppen aus Gaza. Das ist das Ende seiner Koalition, weil die radikalen Minister in seinem Kabinett ganz klar sagen, wir wollen Gaza wieder besetzen, wir wollen dort wieder siedeln und wir wollen Groß-Israel errichten. Das heißt, in dem Moment, in dem er dem internationalen Plan zustimmt, verliert er seine Macht und seine Koalitionspartner. Und in dem Moment, wo er einfach das weiter betreibt, was diese Koalitionäre wollen, verliert er die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Deswegen kann Netanyahu zum jetzigen Zeitpunkt diesen Krieg nur verlängern, weil er in alle Richtungen Signale aussendet. Den Ministern, Ben-Gvir, Smotrich, sagt er, ja, wir machen hier weiter, keine Sorge, wir führen diese Operation fort. International sagt er, ja, jetzt ist noch nicht der Moment, wir müssen erst die Hisbollah zerstören. In Wirklichkeit hat Netanyahu seine Ziele in Gaza nicht erreicht. Er hat weder die Geiseln befreit und zurückgeholt, immer noch 100 Geiseln in den Händen der Hamas. Von denen redet ja auch kaum jemand mehr, auch wenn die Leute das so massiv fordern, vor allem die Angehörigen. Und die Hamas ist nicht zerstört. Dass es diese Geiseln gibt, ist jetzt erstmal nicht die Schuld von Netanyahu, absolut, sondern der Hamas. Das ist richtig. Und aber ist das so nachhaltig? Weiter geht es auch nicht um die Schuld von Netanyahu. Nein, die Hamas ist ja auch in der Hand, das zu machen, was jede herkömmliche Armee machen würde, die mit dem Rücken an die Wand steht, nämlich zu sagen, wir kapitulieren, wir gehen in Kriegsgefangenschaft, ja, und wir gucken, dass wir zumindest das bisschen retten, was wir noch haben. Ja, aus den Ruinen nicht komplett, nur noch Staub. Das macht die Hamas nicht. Warum? Weil sie eine Terrororganisation ist, die anders kalkuliert. Ja, auch das rationale Akteur ist und auch kein Akteur ist, der in irgendeiner Weise einen Funken Menschlichkeit für die eigenen Leute hat. Ja, das sind wir uns alle einig. Auch mal über die Hisbollah sagen. Ja? Die sind zwar, stellen sich so dar und werden auch so wahrgenommen als das Schutzschild der schiitischen Unterschicht, ja, vor allem im Süden von Libanon, und machen da viel, aber in Wahrheit das Zündeln und dieses unprovozierte Angreifen auf ein viel militärisch stärkeres Nachbarland ist das Schlimmste, was man machen kann für die arme Bevölkerung Libanons. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch kein Dienst an den Libanesen. Ja, aber wir reden jetzt nicht von Israel umzingelt von Feinden und alle greifen sie an. Es gibt Terrorgruppen, es gibt den Iran, das ist richtig. Israel ist umgeben von arabischen Staaten, die Friedensabkommen zum Teil geschlossen haben. Die Hamas und die Hisbollah doch wohl nicht. Wir reden von Gruppen, die Terrormethoden einsetzen, um gegen Besatzung zu kämpfen. Das trifft auf die Hamas zu. Die Hamas bedient sich terroristischer Methoden, um einen durchaus legitimen Widerstand zu führen. Denn Widerstand gegen eine Bewaffnung ist legitim. Nicht mit diesen Methoden. Ja, wir sind völlig einer Meinung. Wäre ich vorsichtig mit dem Wort legitimer Widerstand und bei der Hamas. Nein, ich meine palästinensische Menschen im Westjordanland. Das Völkerrecht wiederherzustellen, sondern deren Ziele sind schon Vernichtung und Zerstörung. Ja, aber ich sage ganz klar, aus palästinensischer Sicht, warum würden Menschen im Westjordanland auch nach wie vor die Hamas wählen? Nicht, weil sie den 7. Oktober diese Verbrechen, diese Massaker bejubeln. Nein, weil sie sagen, die Welt redet wieder über Besatzung und über unsere Rechte als Palästinenser für einen eigenen Staat. Das hat die Hamas erreicht, tragischerweise mit diesem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober. Meinen Sie, die Hamas hat ich meine nur, es gibt in den palästinensischen, nein, es gibt in den palästinensischen Gebieten sehr wohl eine Wahrnehmung, die wir zu Recht beachten müssen. Und Sie sind Völkerrechtler. Sie wissen, die völkerrechtliche Lage ist völlig eindeutig. Spätestens seit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Juli. Illegale Besatzung, Westjordanland, Ostjerusalem, Gaza. Das muss sofort enden. Die Welt ist aufgerufen, das zu beenden. Und solange das nicht passiert, wird es immer Widerstand geben und dann auch Terror. Deswegen ist die Lösung eben schon auch noch eine weitergehende politische. Das eine natürlich nicht das andere. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Besatzung muss enden. Hätte schon lange enden müssen. Seit mehr als 50 Jahren, das ganze Westjordanland, Ostjerusalem ist ja sogar annektiert, was dann noch völkerrechtswidriger ist. Also zu behaupten, das müssen wir nie wieder hergeben. Aber das rechtfertigt dann in gar keiner Weise die Aggression, die wir jetzt sehen. Es erklärt den Nährboden. Also ich hoffe nicht, dass Sie damit Rechtfertigung meinen. Nein, natürlich nicht. Keiner rechtfertigt Terror. Es geht darum, das zu erklären, wo kommt die Unterstützung her für Gruppen wie die Hamas. Wir schauen weiter in den Libanon, in Ihren 3 Jahren vor Ort. Wie haben Sie persönlich das Wirken, das Auftreten, auch das Beeinflussen durch die Hisbollah mitbekommen? Was bekommt man dafür mit? Also persönlich in der Arbeit muss ich sagen, kommt man damit nicht sehr viel in Kontakt tatsächlich. Also die Hisbollah, wie gesagt, sie hat ja auch ihre sozialen Einrichtungen und die geben den Menschen die ganz normalen alltäglichen Dienste, Schulen,
Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser. Als Hilfsorganisation arbeiten wir eben im ganzen Land und haben da eigentlich auch keine gegensätzlichen Standpunkte, wenn es darum geht, der Bevölkerung zu helfen. Mhm. Waren Sie zu dem Zeitpunkt, als es den eben schon diskutierten Pager-Angriff gab, noch im Land? Ja. Was haben Sie davon mitbekommen? Tatsächlich relativ wenig. Also ich war selber überrascht. Ich war selber noch im Büro und habe es dann in den Nachrichten gehört. Und Kollegin sagt mir dann, ich sollte mich lieber auf den Heimweg machen, weil die Straßen werden jetzt schnell verstopft sein. Das heißt, also ich habe glücklicherweise es nicht sehen müssen, diesen Angriff. Aber man hat natürlich auf den Straßen gesehen, die Straßen waren relativ schnell überfüllt, die Krankenhäuser. Menschenmengen haben sich davor gesammelt, auch das Militär hat zum Schutz sich dort aufgestellt. Und die Krankenhäuser waren eben auch wirklich absolut überlastet in dieser Zeit, weil es kamen Tausende mit ähnlichen Verletzungen herein und nicht genügend Ärzte, die einfach das auch behandeln konnten. Ja. Also sehr viele Amputationen, 60-70% der Leute haben mindestens ein Auge verloren. Und da wurde auch jetzt auch nicht unterschieden, natürlich war das ein Hisbollah-Anhänger oder war das ein Zivilist. Sie wurden alle behandelt nach Bedarf. Frau Hilberg, wie ist Ihre Einschätzung, wie sehr wurde die Hisbollah durch Operationen wie diese, aber auch durch das gezielte Töten des Anführers geschwächt. Ist das noch dieselbe Hisbollah, wie sagen wir vor 4 Monaten? Bestimmt nicht. Die Hisbollah ist massiv geschwächt. Vor allem ist sie innerlich total verunsichert. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass man diese ganze Führungsspitze eliminieren konnte über die letzten Monate, natürlich eine große Paranoia jetzt hervorgerufen hat innerhalb der Hisbollah. Wem kann man noch trauen und wem nicht? Weil offensichtlich es dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, gelungen ist, die Organisation zu unterwandern. Übrigens ist das deswegen so gut gelungen, weil die Hisbollah expandiert hat nach Syrien. Mhm. Auch das sind neue Erkenntnisse. In Syrien musste sie ja massiv für Nachschub an Kämpfern sorgen. Deshalb dort hat man das immer wieder auch israelische Schläge auf Einrichtungen in Syrien gibt. Das ist einer der Gründe, vor allem weil der Iran sich dort ausgebreitet hat. Die Islamische Republik Iran hat ihre iranischen Revolutionsgarden in Syrien auch stationiert. Das sind die Angriffsziele der Israelis seit vielen Jahren dort mit Hunderten von Angriffen eigentlich wöchentlich. Aber was ich noch mal kurz erklären wollte, weil das interessant ist, die Hisbollah ist expandiert nach Syrien, um Machthaber Assad an der Macht zu halten ab dem Jahr 2012. Musste er für einen kontinuierlichen Nachschub an Kämpfern sorgen, ist deswegen nicht mehr so geschlossen und gut kontrolliert geblieben, sondern hat sehr viele Leute dorthin geschickt. Menschen sind gestorben, der Mossad konnte genau nachverfolgen, aus welchen Orten kamen diese Kämpfer in Syrien. In Syrien musste die Hisbollah mit den syrischen Geheimdiensten kooperieren, die hochkorrupt sind, und mit den russischen Militärvertretern, weil Russland der weitere große Unterstützer Assads ist. Also Russland und Iran haben Assad an der Macht gehalten über die Jahre. Die sind massiv natürlich unter der Beobachtung der Amerikaner. Das heißt, die Hisbollah hat sich durch dieses Expandieren, ist sie exponiert gewesen dem Mossad. Und deswegen ist es, glaube ich, gelungen, sehr viele Informationen über die Organisation im Inneren zu sammeln. Das ist der eine Punkt der Schwächung, also innerlich verunsichert als Organisation und die Führungsspitze sowohl militärisch als auch politisch erstmal. Auch eine sympathische Geschichte über Hisbollah, dass sie ja seit Jahren den wirklich widerwärtigen Diktator Assad damit an der Macht halten. Ne? Natürlich. Ja. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen einordnen. Ja, den Friedensnobelpreis bekommen die sicherlich nicht. Frau Motsche, was denken Sie von dem, was Sie mitbekommen haben, warum die Hisbollah zumindest in den vergangenen Jahren im Libanon so erfolgreich war, gerade auch was das Anwerben von jungen Männern betrifft? Ja, das ist etwas, wo ich persönlich nicht sehr viel zu sagen kann, wo dieser Zulauf herkommt. Als humanitäre Organisation konzentrieren wir uns darauf, den Menschen zu helfen. Natürlich hat man immer auch die politischen Aspekte mit im Hinterkopf. Aber ja, die Frage würde ich eigentlich eher weitergeben an Frau Hellberg. Vielleicht präzisiert Herr Steinke, ob da nicht in Israel auch ein Bewusstsein davor herrscht, dass in Gaza und in Libanon gerade eine ganze Generation von potenziellen neuen Terroristen, auch von Menschen, die in Hass auf Israel blicken, heranwächst, wenn sie erleben, dass ihre Eltern da quasi massenweise getötet werden? Also ich sehe das so wie Sie. Ich glaube auch, niemand sucht sich ja aus, wo er geboren wird. Es ist also eine Lotterie, in der wir alle sind. Und die Menschen, die das Pech haben, im Gazastreifen geboren zu werden, also wenn die heute 20 sind, dann haben die schon 5 Kriege erlebt. Ja, die haben Israel immer nur als Unterdrücker, immer nur als ein Land, was bombardiert, was absperrt, was kontrolliert, was peinigt.
erlebt, dass da nichts Gutes draus werden kann, dass jetzt eine Generation von Kriegsweisen heranwächst. Ich befürchte tatsächlich, dass es in Israel viele nicht sehen. Ich bekomme mit, dass die Medien dort auch sehr einen engen Blick haben, also nur auf die eigenen Interessen schauen, dass sehr wenig Interesse auch der israelischen Öffentlichkeit daran besteht, zu wissen, wie es in Gaza drin aussieht. Also für Empathie ist da in den Herzen gerade wenig Raum. Ja, Empathie mit den Opfern der anderen, das ist, glaube ich, auch so ein, ja, ein Problem eines Landes im Krieg. Also das erlebt man mit Sicherheit auf beiden Seiten, dass vielleicht selbst Menschen, die zu Beginn es noch haben in ihrem Herz, ja, auch das Leid von anderen zu sehen, dass dann mit dem Verlauf des Krieges immer weniger haben, dass man immer härter wird. Ich glaube, dass das die Situation in Israel leider beschreibt und macht also mir keine Hoffnung für nächste Zeit. Frau Hellberg, Israel spricht von einer begrenzten Bodenoffensive im Libanon. Warum, glauben Sie, hat Israel diese Bodenoffensive jetzt gestartet und was bedeutet das Wort begrenzt? Ich glaube, die israelische Armee ist davon überzeugt, dass sie über die Grenze gehen muss, um diese vielen Tunnelanlagen der Hezbollah, die viel ausgefeilter noch sind als die der Hamas, tatsächlich komplett zu zerstören. Also ist schon eine ähnliche Lage wie in Gaza. Ja, das ist ja ein großer Unterschied, besteht darin, dass die Hezbollah ja im eigenen Land Tunnel bauen konnte und sich vorbereiten konnte. Das heißt, sie hat über Jahre aufgerüstet, ohne das verstecken zu müssen, ohne abgeriegelt zu sein. Die Hamas war ja abgeriegelt, mehr oder weniger. Das heißt, es ist eine andere Situation. Diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Und ich glaube, das Ziel ist zum jetzigen Zeitpunkt, das vor Ort zu zerstören. Und deswegen denken sie, sie müssen mit der Armee rein, weil sie auch kein Vertrauen darauf haben, dass so etwas international durch Verhandlungen durchgesetzt würde, dieser Rückzug hinter den Litani-Fluss, der eigentlich ja stattfinden müsste. Gleichzeitig wartet die Hezbollah ja nur darauf, dass israelische Soldaten über die Grenze kommen. Denn damit haben sie in der Vergangenheit sehr viel Erfolg gehabt. Israel hat ja den Südlibanon besetzt gehalten, 18 Jahre von 1982 bis zum Jahr 2000. Das war ein sehr demütigender Rückzug damals im Jahr 2000. Die Hezbollah wurde gefeiert in der gesamten Region als Helden, die als einzige Mal die israelische Armee vertreiben konnten. Das heißt, die Hezbollah wartet darauf. Wir sehen ja auch, dass israelische Soldaten jetzt sterben im Südlibanon. Und wir sehen auch, dass die Hezbollah offensichtlich immer noch in der Lage ist, Raketen abzufeuern. Das heißt, sie ist nicht, wir sollten sie auch nicht zu früh abschreiben, sie ist immer noch in der Lage, Israel großen Schaden zuzufügen. Frau Motsche, wenn ich Sie richtig verstanden habe, fühlt sich das für die Menschen im Libanon, in den betroffenen Regionen, schon jetzt nicht wie eine begrenzte Operation an, oder? Nein, definitiv nicht. Also wir haben tatsächlich bis zum Awali-Fluss, der ist 60 Kilometer von der südlichen Grenze entfernt, sind die meisten Menschen geflüchtet. Das sind mindestens 1 Million aus dieser Gegend. Sie haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Viele der Häuser sind zerstört, werden bereits vor den letzten 3 Wochen, als wirklich die massiven Luftangriffe begonnen haben, bereits 25.000 zivile Gebäude, die zerstört oder extremst beschädigt waren. Landwirtschaftliche Fläche ist zerstört. Wir haben 47.000 Olivenbäume, die verbrannt wurden schon innerhalb dieses Jahres. Das heißt einfach, auch das Einkommen der Menschen, das sie bezogen haben über Landwirtschaft, haben sie jetzt nicht mehr. Es gibt nichts, wohin sie zurückkehren können. Und es sieht auch im Moment nicht danach aus, dass das in näherer Zukunft der Fall wäre, insbesondere für die Menschen, die eben sehr dicht an der Grenze gelebt haben. Herr Steinke, Frau Hellberg hat gerade auch das Tunnelsystem der Hezbollah erwähnt. Was glauben Sie, ist tatsächlich das Ziel des israelischen Vorgehens jetzt gerade in Libanon? Also Verteidigung, das ist ja ganz einfach. Also man hat ein Nachbarland, was angefällt. Wann wäre diese Operation quasi als erfolgreich angesehen? Also die Definition, ja, und völkerrechtlich und so weiter wäre, wenn man davon ausgehen kann, dass dieser Angriff dauerhaft beendet ist. Nur, dass das ein Ziel ist, was wahrscheinlich nie da sein wird, solange die Hezbollah so tickt, wie sie tickt. Mhm. Und solange sie auch so Nachschub bekommt und auch Anweisungen bekommt aus Teheran, das ist uns auch klar. Also ich gehe davon aus, sie werden... Wir müssen schon einmal erwähnen, dass die Hezbollah seit Monaten anbietet und sagt, wir hören sofort auf mit dem Beschuss Israels, wenn der Krieg in Gaza endet. Ja, gut, man das hat ist also aber ja eindeutig, keine naja, der Krieg Position, in Gaza, sagen, naja, aber Sie sagen selbst, ja. Dieser Krieg in Gaza ist in großen Teilen völkerrechtswidrig, weil ja. Die Methoden, die dort angewandt werden, sind nicht mehr zu legitimieren. Das heißt, die Hezbollah sagt ganz klar, wir setzen Israel unter Druck mit diesem Beschuss. Das ist eine Katastrophe. 60.000 Menschen, 70.000 auf israelischer Seite sind evakuiert, konnte die israelische Regierung nicht einfach hinnehmen. Dennoch wäre die Chance gewesen,
eine andere israelische Regierung hätte es vielleicht anders gemacht und gesagt, okay, wir kümmern uns um diesen Konflikt in Gaza. Wir versuchen das zu lösen, um auch das zu stoppen, was im Norden stattfindet. Eine andere israelische Regierung hätte sich nicht erpressen lassen von einem Nachbarland, was einfach Raketen schickt und dann Anweisungen gibt, was zu tun ist. Und es ist übrigens auch völkerrechtlich nicht legitim. Das könnte ja dann jedes Land der Welt kommen und sagen, wir schicken jetzt Raketen auf Tel Aviv, weil da geschieht Unrecht. Und erst wenn ihr Jerusalem verlasst, dann... Nein, so geht das nicht. Also es ist schon richtig, dass man sich dagegen verteidigt. Das ist ein illegitimer, aggressiver, eine Attacke, die da kommt vom Norden. Und dass sich Israel dagegen verteidigen muss, ist richtig. Über die Mittel muss man diskutieren, wie in jedem Krieg. Aber dass das eine berechtigte Verteidigungsaktion ist. Nein, das hat keiner gesagt. Was ich formuliere, ist, ich habe gesagt, die Hisbollah hat etwas angeboten. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben. Die redet von Widerstand und Axis Widerstand. Sie wiederholen das. Ja, die hat gesagt, unser Beschuss hört auf, wenn der Krieg in Gaza endet. Was Netanyahu möchte, ist, die beiden Themen zu trennen. Deswegen, weil ich habe vorhin erklärt, warum er den Krieg in Gaza nicht beenden kann. Deswegen macht er jetzt Krieg gegen Iran. Da hat er nämlich seine ganzen Verbindungen. Aber das zu verstehen, hätten Sie es von israelischer Seite für richtig gehalten, wenn sie auf dieses Angebot der Hisbollah eingegangen wäre? Ich glaube, dass wir dringend einen Waffenstillstand in Gaza brauchen. Ganz bestimmt. Ja, und vielleicht erwähnen wir auch mal, dass die Hamas nicht möchte. Natürlich, die Hamas jeden Tag weiter Raketen schickt. Das ist doch selbstverständlich. Wir müssen doch jetzt nicht ständig erklären, warum eine Terrororganisation keine Friedensfahne ist. Ja, aber vielleicht erwähnen sie es auch mal zwischendrin. Also ja, das ist doch selbstverständlich. Ja, das ist ja klar. Trotzdem, denke ich, sind wir an einem Punkt, wo ein Waffenstillstand in Gaza das ist, woran nicht nur sehr viele Politiker, Diplomaten arbeiten, sondern was absolut angebracht ist zum jetzigen Zeitpunkt nach 41.000 getöteten Menschen, davon 2/3 Frauen und Kinder. Sie haben selber gerade den Nährboden des Terrors beschrieben in Westjordanland, in Gaza. Sie sehen das ja genauso, dass es keine nachhaltige Politik ist, einfach nur die Zivilbevölkerung in dieser Weise zu treffen. 17.000 Kinder irren durch die Ruinen von Gaza, unbegleitet zum Großteil, weil sie keinen Vater und keine Mutter mehr haben. Waisen, Kriegsweisen. Das ist kein Konzept für friedliche Koexistenz. Deswegen muss es enden. Deswegen, unabhängig von dem, ob die Hisbollah das anbietet oder nicht, wäre es natürlich dringend geboten, den Krieg in Gaza zu beenden und auf das einzugehen, was andere schon ausverhandelt und vorgeschlagen haben. Dann hätte man den ganzen Krieg in Libanon sich einfach sparen können oder beziehungsweise man hätte ihn nicht führen müssen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, in Gaza zu deeskalieren. Und noch ein Satz, was hat Netanyahu selbst gesagt jetzt? Er hat sich ja gerade geäußert, hat gesagt, er hat die Libanesen direkt angesprochen, er hat sie gewarnt, hat gesagt, ihr müsst die Hisbollah rausschmeißen aus eurem Land, sonst wird es euch ergehen wie in Gaza. Er selbst kündigt an, eine ähnliche Kriegsführung wie in Gaza in seiner letzten Ansprache, wo er eben die Libanesen so direkt angesprochen hat. Also er kündigt es schon an. In den Abendstunden des 1. Oktober feuerte das iranische Militär etwa 200 ballistische Raketen auf israelische Militär- und Geheimdienststützpunkte. Knapp 2 Dutzend Raketen durchbrachen wohl auch den berühmten Iron Dome. Frau Hellberg, war dieser iranische Raketenangriff ein Erfolg oder eher eine Blamage, weil dann doch sehr, sehr viele Raketen abgefangen wurden? Die Islamische Republik Iran ist sich bewusst, dass natürlich die meisten Raketen abgefangen werden. Ich glaube, sie war unter massivem Zugzwang. Denn was die Führung in Teheran am meisten fürchtet, ist schwach auszusehen vor den eigenen Anhängern, auch im Inneren. Das ist das, was sie am meisten umtreibt. Sie musste reagieren auf den Tod von Nasrallah. Sie musste reagieren auf dieses Vorgehen Israels im Libanon. Wir hatten ja schon mal eine ähnliche Situation im Frühjahr, genau, wo es auch so aussah, als würde Iran quasi nur Stärke vorgaukeln. Ja, das ist ein entscheidender Unterschied, glaube ich. Im April ging es wirklich darum, die rote Linie, die aus iranischer Sicht Israel überschritten hatte, weil man das Konsulargelände in Damaskus bombardiert hatte, dort hochrangige iranische Revolutionsgarden getötet hat. Das musste irgendwie beantwortet werden. Und man hat gesagt, das war eine rote Linie, wir schießen zurück. Die sagen aber 3 Tage vorher indirekt den Amerikanern Bescheid über andere Akteure in der Region. Wir warnen Israel vor, sodass man im Grunde alles abfangen konnte, was damals losgefeuert wurde. Jetzt sehen wir bei diesem Angriff, dass die Vorlaufzeit nur noch wenige Stunden war, die man Bescheid gesagt hat. Und ich denke, aus Sicht dieses Regimes in Teheran befindet man sich schon in einem Krieg mit Israel. Deswegen gehe ich davon aus, dass alles, was Israel jetzt tun wird, wieder beantwortet wird, weil man sagt, besser den Krieg gegen Israel jetzt führen. Jetzt haben wir noch ein paar Akteure auf der sogenannten Achse des Widerstands, die uns beistehen. Und das ist sozusagen die Logik dieses Regimes. Aber die Logik des Regimes in allen Ehren, ja, und Achse des Widerstands, haben Sie schon wieder gesagt, das ist so der Propagandabegriff aus Teheran. Fakt ist doch, die haben angegriffen. Iran ist tausende Kilometer entfernt. Iran und Israel haben kein Beef miteinander. Ich habe nur erklärt, wie dieses Regime gerade denkt. Ja, aber wir müssen trotzdem ein bisschen einordnen und nicht einfach nur deren Sichtweise hier referieren. Das ist ein Angriff. Ja, und Israel sitzt da und bekommt Raketen geschickt aus
tausenden Kilometer Entfernung von einem Regime, mit dem man keinen Territorialstreit hat und kein gar nichts, das sich einfach einmischt. Also es ist doch nicht, wie Sie sagten, das Regime in Teheran sieht sich unter Zugzwang, sie befinden sich in einem Krieg, das klingt so alles neutral. Nein, sie haben sich entschieden, Israel anzugreifen. Vor den eigenen Anhängern, Sie müssen schon genau zuhören. Ich erkläre die Denkweise als Expertin. Ja, ich bin total kritisch distanziert. Ich nehme es tatsächlich nicht so wahr, als würde Frau Hellberg... Ich verteidige es nicht, ich erkläre, wie dieses Regime in Teheran tickt, das ganz klar sagt, wenn unser Hauptverbündeter die Hisbollah war, aus deren Sicht ihre Lebensversicherung. Wenn die so massiv zerstört wird, dann muss aus der Logik dieses Regimes heraus, müssen sie irgendein Signal senden und dann greifen sie Israel an. Ich verteidige das nicht, ich erkläre, wie die denken und ich teile die Sorge, dass das jetzt hin und her gehen wird und nicht wieder enden wird, wie es im April geendet. So habe ich es auch verstanden, Frau Hellberg. Die israelische Armee hat nun erklärt, dass es sich derzeit nach dem iranischen Angriff auf einen größeren Angriff auf den Iran vorbereite. Mit was rechnen Sie, Herr Steinke? Furchtbar. Also ich rechne mit einer Spirale. Ja, der eine muss das andere beantworten. Jeder will das Gesicht wahren, keiner will schwach aussehen. Also ich hoffe auf die plötzliche Eingebung bei Herrn Netanyahu vielleicht oder auch in Teheran, dass man da auf keinem guten Weg ist. Aber ich fürchte, dass die beiden sich da hochschaukeln werden jetzt. Rechnen Sie da auch verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte entweder Führungsfiguren innerhalb des iranischen Regimes treffen wollen. Man könnte die Atomanlagen ins Visier nehmen. Das wäre sehr logisch gedacht aus Netanyahus Sicht, der ja seit mehr als 10 Jahren die Gefahr aus dem Iran als existenziell wahrnimmt. Deswegen hat er auch die Gefahr aus den palästinensischen Gebieten durch die Hamas vernachlässigt. Das ist der Vorwurf innerhalb Israels. Er hat sich sehr fokussiert auf die Gefahr aus dem Iran. Er hat ja auch damals den US-Präsidenten Trump dazu gebracht, aus dem Nuklearabkommen auszusteigen, 2018. Das war dann das Ende dieser Kontrolle auch der nuklearen Aufrüstung des Iran. Und ich denke, das wäre die zweite Möglichkeit, Nuklearanlagen. Das ist sehr schwierig, militärisch schwierig. Dafür bräuchte man die Unterstützung der USA, zu der Präsident Biden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist. Eine weitere Möglichkeit Donald wäre Trump noch, hat das, allerdings ja, der gefordert. Kann natürlich gerade sehr viele Sachen fordern. Er kann nur gewinnen mit jeder rhetorischen mit jedem rhetorischen Schlag. Wir müssen uns auch vielleicht einmal vergegenwärtigen, in welcher Situation ist US-Präsident Biden. Was er sagt, erscheint ja schon fast der Wirklichkeit entrückt, weil er alle paar Tage sagt, ja, ein Waffenstillstand ist möglich, eine diplomatische Lösung ist möglich, wo man denkt, wo lebt der Herr eigentlich? Aber das liegt natürlich daran, er ist jetzt auch nicht auf der Spitze seines Einflusses. Nein, aber ganz abgesehen davon, strategisch betrachtet, was würde es zur Folge haben, wenn er entweder den Druck auf Israel erhöht, Militärhilfen zurückhält? Ein massiver Aufschrei in den USA, mehr Wähler für Donald Trump und die Republikaner. Was würde passieren, wenn er sagt, okay, wir ziehen in den Krieg an der Seite Israels gegen die Islamische Republik Iran, wir schicken mal unsere ganzen Flugzeugträger und Soldaten dahin. Was passiert vor einer Wahl in den USA? Massiver Wählerverlust. Gut, egal, was er macht, er kann nur verlieren. Und Trump kann nur gewinnen, indem er alles Mögliche raushaut, natürlich gerade. Was er dann nach einem möglichen Wahlsieg macht. Aber noch ganz kurz, die dritte Möglichkeit sind die Ölanlagen. Was kann noch passieren? Also was könnte Israel auch angreifen, wäre eben Infrastruktur, Energieinfrastruktur, Ölanlagen. Dass sie dazu in der Lage sind, haben sie in der Vergangenheit ja auch immer wieder gezeigt, mit Drohnenangriffen und ähnlichem. Und wäre es auch nachvollziehbar? Also ich denke, auch aus israelischer Sicht muss man darauf reagieren. Das ist ein Angriff auf das eigene Staatsgebiet. Darauf muss man reagieren. Es ist die Frage, will man zum jetzigen Zeitpunkt die USA zwingen, in einen Krieg gegen die Islamische Republik Iran einzusteigen? Ich glaube, das ist genau das, was Netanyahu sich wünscht. Die direkte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran. Biden ist dazu nicht bereit. Vielleicht wartet man eben, dass Trump der nächste Präsident wird und wird es dann vorantreiben. Lassen Sie uns zum Abschluss ein Jahr nach diesem furchtbaren Massaker noch mal kurz über den Diskurs bei uns in Deutschland reden. Mein Gefühl ist es, dass es seit diesem Massaker wirklich eine große Polarisierung auch bei uns gibt, ein stark ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken. Entweder man ist auf der Seite Israels oder aber man ist Israel-Hasser. Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Steinke? Ja, das nehme ich so wahr in Deutschland. Das ist, also ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich in diesem Konflikt zu 100% auf einer Seite stehe. Und das ist die Seite des humanitären Völkerrechts. Ja, und das heißt also, ein Menschenleben in Gaza zählt genauso viel wie ein Menschenleben in einem Kibbutz, wie ein Menschenleben in Beirut. Und alle Akteure versündigen sich da gerade daran. Ja, es gibt dann die Akteure wie die Hamas und die Hisbollah, die von morgens bis anders nichts anderes tun, deren Taktik also von A bis Z nur verbrecherisch ist, die keinerlei Rechtfertigung haben für das, was sie tun, die auch, also deren Taktiken, dass die kompletten Genfer Konventionen von brechen. Es gibt das israelische Militär, was anders arbeitet, was grundsätzlich den Anspruch hat, sich an die Regeln zu halten, was da in Dilemmata hineingezogen worden ist durch die terroristischen Attacken, dass es ihm nicht ermöglicht,
die Regeln immer einzuhalten und wo es auch eine, sagen wir mal, Zuspitzung und eine Radikalisierung gibt, die übel ist, unter der ganz viele unschuldige Menschen leiden. So, und ich glaube, diese Komplexität und diese schmerzhafte Uneindeutigkeit, die ist natürlich schwer auszuhalten, die ist auch intellektuell ungemütlich und es ist, je länger der Krieg jetzt läuft, auch in Deutschland so, dass sich viele Menschen die Mühe nicht machen und sich eher ein bisschen gemütlich zurückziehen in eine Ecke. Und das beneide ich zu einem gewissen Grad. Das macht es bestimmt einfacher, man schläft dann besser, ja, man hat irgendwie immer eine klare Meinung, man weiß immer, wer die Bösen und die Guten sind. Aber es ist halt faul und es wird wirklich den Menschen nicht gerecht. Also mir macht das auch sehr große Sorge. Ich sehe das so ähnlich. Ich glaube, dass tatsächlich die Menschen sich zunehmend in ihrer eigenen Blase einrichten mit ihrer Wahrnehmung. Bestimmte Begriffe triggern nur noch irgendeine Reaktion. Man hört sich auch gar nicht mehr zu. Man will nicht wirklich verstehen, wie der andere das sieht, was für einen Schmerz er empfindet. Wir sehen, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland sich nicht sicher fühlen, Angst haben, auf der Straße Hebräisch zu sprechen. Das ist eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Wir sehen, dass muslimische Menschen angefeindet werden. Frauen mit Kopftuch zum Beispiel inzwischen. Wir sehen, dass sehr viele hier lebende Menschen mit palästinensischen Wurzeln oder arabischen Wurzeln den Eindruck haben, sie können eigentlich ihren Schmerz und ihre Trauer, konnten sie zumindest in den ersten Monaten nicht wirklich auch ausdrücken. Wir sehen eben, dass die deutsche Staatsräson für sehr viel offizielle Solidarität an der Seite Israels sorgt. Da fühlen sich viele palästinensische Menschen nicht gesehen. Gleichzeitig sagen Jüdinnen und Juden in Deutschland, die Gesellschaft ist eher auf der Seite der Palästinenser inzwischen. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, von oben zu bestimmen, wie jetzt Demonstrationen zum Beispiel stattzufinden haben, was alles antisemitisch ist. Ich glaube, dieses Eingreifen in bestimmte Dinge, die aus Wut und Frust und Verzweiflung geäußert werden, auf Demonstrationen sofort zu kategorisieren als verboten und antisemitisch, damit tun wir uns keinen Gefallen. Ich denke, es wäre hilfreicher, solidarisch zu sein mit beiden Seiten im Sinne des Völkerrechts für die Menschlichkeit. Dann müsste man aber vielleicht auch mal neben die israelischen Fahnen zum Beispiel, die ja zu Recht gehisst werden aus Solidarität, auch mal eine palästinensische Fahne aufhängen aus Solidarität mit den vielen zivilen Toten in Gaza zum Beispiel. Das wäre mal eine Maßnahme, die, glaube ich, dieses Land sehr befrieden würde. Denn die palästinensische Fahne ist ja keine Hamas-Fahne. Die palästinensische Fahne ist für einen palästinensischen Staat, dessen Richtung wir politisch fordern. Es gibt mehr als 150 Staaten weltweit, die Palästina schon anerkannt haben. Sie hängt vor den Vereinten Nationen. Das ist die Fahne eines Staates. Und auch die Menschen dort haben unsere Solidarität. Ich möchte Ihnen da recht geben. Also ich finde auch, das, was eigentlich gefehlt hat in den letzten Monaten, dass es Demonstrationen gibt, die nicht einem Lager zugehörig sind, sondern die sagen, ich bin für Frieden, ich bin für die Menschenrechte aller. Ich finde aber, ein bisschen müssen wir auch fair bleiben gegenüber der Bundesregierung. Ja, die Staatsräson wird immer so referiert, als sei die Bundesregierung 100% Knecht der israelischen Regierung, würde alles tun, was Netanyahu sagt. Also, das ist nicht richtig, sondern die Bundesregierung ist eigentlich da durchaus differenziert in diesem Sinne. Die haben unmittelbar nach dem 7. Oktober einige Wochen lang geliefert. Ja, Deutschland ist also so einer der größten Waffenexporteure weltweit. Und das war ein Moment, wo Israel angegriffen war, wo es klar war, da hilft man bei der Verteidigung. Dann haben sie aber bald gesehen, wie die Kriegsführung in Gaza eskaliert, wie die Menschenrechte dort nicht gewahrt werden und haben damit aufgehört. Und seit dem Jahreswechsel eigentlich, also seit jetzt 10 Monaten, liefert Deutschland praktisch nichts mehr und zahlt gleichzeitig mehr mehr humanitäre Hilfe für die Palästinenser als jedes andere Land der Welt. Also das muss man schon sagen, da ist Deutschland, das ist die Bundesregierung durchaus ausgewogen. Ja, Frau Baerbock, da ist vielleicht der mediale Diskurs, da sind vielleicht eher diejenigen laut, die links und rechts in den Ecken stehen, aber so differenziert muss man sein. Da haben wir zum Schluss doch eine gemeinsame Sichtweise bei Ihnen beiden entdeckt. Vielen Dank für die Debatte hier. Und Frau Mutsche, zum Schluss die Frage an Sie. Haben Sie eigentlich den Wunsch oder haben Sie vor, zurückzukehren an Ihren letzten Einsatzort, den Libanon? Und was glauben Sie, wann das der Fall sein könnte? Also ich würde am liebsten so schnell wie möglich wieder vor Ort sein. In absehbarer Zeit sehe ich es leider nicht. Wobei wir natürlich alle hoffen und darauf setzen, dass es sehr schnell einen Waffenstillstand geben wird. Einfach zum Schutz der Zivilbevölkerung. Für uns als humanitäre Organisation steht das immer im Vordergrund, dass die Zivilbevölkerung so weit wie möglich geschützt wird. Und das gilt auch natürlich, dass sich Konfliktparteien nicht hinter Zivilisten verstecken dürfen, aber auch, dass eben zivilistische Ziele nicht angegriffen werden dürfen. Und das wäre eigentlich mein ganz großer Appell, dass die diplomatischen Bemühungen dahingehend vertieft werden, intensiviert werden, damit wir einen Waffenstillstand haben. Es gab ein paar kleine Signale, auch aus Richtung der Hisbollah, dass sie tatsächlich bereit wären für einen Waffenstillstand, unabhängig von Gaza. Wobei wir aber
ja auch in Gaza ganz dringend einen Waffenstillstand brauchen. Denn wir haben bisher, wir haben Tausende von Toten. Auch im Libanon sind bereits über 2000 Menschen umgekommen. Die meisten davon in den letzten 3 Wochen. Dazu gehört auch Gesundheitspersonal und sehr viele Frauen und Kinder. Und das darf einfach nicht sein. Ich hoffe, dass Sie bald wieder an den Ort zurückkehren können, wo Sie arbeiten möchten. Danke Ihnen für den Besuch heute bei uns. Danke Ihnen für den Besuch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Interesse. Das Spitzengespräch feiert nächste Woche eine Art Geburtstag, die 100. Sendung. Da sind wir live mit Publikum in Berlin und am Mittwoch können Sie sich das, wenn Sie mögen, auch anschauen. Bis dahin bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.